Hi Leute, ja, ich will gleich mal den Wunsch für das nächste Video ziehen. Also, für dieses Video für euch im Grunde. Na? Jetzt habe ich einen. Justin, ich habe hier noch Seitan, Lupinenmehl, Knoblauch, Zwiebel, Champignons und Paprika rumliegen. Ja, 2 bis 3 Zutaten. Hast du eine Idee, was ich machen könnte? Seitan, Lupinenmehl, Knoblauch, Zwiebel, Champignons und Paprika. Ja, 6 Zutaten. Aber, ja, mache ich trotzdem, aber ist ganz schön viel auf einmal. Egal. Schauen wir mal, was daraus wird. Justin, ja, für euch wieder. Bis gleich, für mich bis irgendwann. Okay, tschüss. Hi und willkommen zurück. Ja, der Wunsch von Justin hat diesmal ein bisschen länger gedauert als sonst. Allerdings waren es ja auch 6 Zutaten. Und zwar waren das Seitan und Lupinenmehl. In diesem Fall habe ich mal Seitanpulver genommen. Knoblauch und Zwiebeln. Außerdem Champignons und Paprika. Und ich habe erst gedacht, aus dem Seitan mache ich Schnitzel und das Lupinenmehl nehme ich sozusagen als Panade. Ich habe mich aber dann doch umentschieden und wollte da mal was probieren, was ich eigentlich schon lange mal ausprobieren wollte. Nämlich sozusagen Tofu-Buletten zu machen mit Hilfe von Seitanpulver. Und als Soße dazu gibt es dann eine wunderbare Paprikasoße, die allerdings ohne Soja mit einer wunderbaren Cashew-Sahne. Okay, los geht's. So, für die Buletten brauchen wir jetzt erstes mal 200 Gramm Tofu, außerdem 5 Pilze, 2 Esslöffel Sojamilch. Und das können wir jetzt schon mal mit dem Pürierstab schön fein pürieren. Das könnt ihr dann erstmal in einer Schüssel geben. Dann könnt ihr noch 1 Teelöffel Majoran, 1/2 Teelöffel Paprikapulver, 1/2 Teelöffel Salz, ein bisschen Pfeffer, außerdem 4 Esslöffel Seitanpulver und 1 Esslöffel Lupinenmehl. Und das Ganze jetzt wieder schön zu einem Teig verkneten. So, und den Teig könnt ihr dann erstmal beiseite stellen. Dann braucht ihr erstmal 2 Paprikaschoten. Könnt ihr erstmal halbieren. Und dann schneidet ihr ganz einfach schmale Streifen und die dann danach in kleine Würfel. Dann habe ich hier 3 Knoblauchzehen. Die könnt ihr einfach in feine Scheiben schneiden. Und 1 Zwiebel. Die könnt ihr in nicht zu feine Würfel schneiden, ungefähr so groß, wie auch die Paprikawürfel sind. So, dann brauchen wir die Cashew-Sahne. Die ist eigentlich recht einfach gemacht. Da braucht ihr nur einen Hochleistungsmixer für. Außerdem 500 ml Wasser und 3 bis 4 Esslöffel Cashewkerne. Und ja, je nachdem, wie dick ihr die Soße später haben wollt, aber meistens rechne ich so, auf 250 ml kommen ca. 1,5 bis 2 Esslöffel Cashewkerne. Und das wird jetzt schön lange gemixt, bis es richtig schön fein ist. So, das war's auch schon. Die brauchen wir aber erst später. So, da braucht ihr eine Wokpfanne mit ungefähr 3 bis 4 Esslöffeln Öl. Könnt ihr auch schon mal heiß werden lassen. So, und sobald es heiß ist, könnt ihr dann die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne geben. Und mal kurz anrösten. Und sobald der Knoblauch oder die Zwiebeln anfangen, ein bisschen Farbe zu nehmen, könnt ihr auch den Paprika dazugeben. Dann könnt ihr das Ganze auch schon mal würzen. Und zwar habe ich hier 1 Teelöffel Kräuter de Provence und 1,5 Teelöffel Salz. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch andere Kräuter dazugeben oder zum Beispiel auch Chili würde sich davon sehr gut machen. Und den Paprika müsst ihr jetzt auch nicht zu lange anbraten. Also 1-2 Minuten sollten das schon reichen. Und dann könnt ihr ganz einfach eure Cashew-Sahne dazugeben. Und das Ganze dann einfach einmal aufkochen lassen. Am besten auch unterrühren.
Und sobald es kocht, könnt ihr die Herdplatte erstmal runterschalten. Auf kleine Stufe. Und das so ein bisschen vor sich hin köcheln lassen. Dann braucht ihr eine flache Pfanne mit ein paar Esslöffel Olivenöl. Und aus eurem Tofu-Seitan-Teig könnt ihr dann anfangen, kleine Buletten zu formen. Also am besten erstmal eine Kugel machen und mit beiden Händen die dann so ein bisschen flach drücken. So, und sobald es heiß ist, könnt ihr dann die Buletten in das Fett legen. Und die Temperatur könnt ihr dann auch gleich ein bisschen reduzieren, damit sie nicht zu schnell braun werden. So, bei der Soße seht ihr das jetzt hier schon so ein bisschen. Die wird nach und nach richtig sämig. Also im Grunde auch so, wie wenn ihr quasi mit echter Sahne kochen würdet. Und die könnt ihr ruhig auch ein bisschen ab und zu durchrühren. Ich habe die Temperatur jetzt nochmal ein kleines bisschen erhöht. So, und sobald euch eure Soße dick genug erscheint, könnt ihr den Herd auch einfach ausmachen und erstmal drauf stehen lassen, damit sie warm bleibt. Ihr seht uns hier in der Soße sind so ein paar kleine Stückchen drin, als wenn die geronnen wäre. Aber das fällt, wenn man nicht allzu genau hinguckt, gar nicht auf. Und außerdem, wenn man das jetzt mit Sojasahne machen würde zum Beispiel, erstmal wäre die Menge viel zu groß. Außerdem würde die wahrscheinlich viel mehr gerinnen. So, und sobald ihr findet, dass eure Buletten braun genug sind, könnt ihr die auch ganz einfach aus der Pfanne nehmen. Ja, und schon habt ihr wunderbar saftige Tofu-Buletten mit einer schönen Paprikasoße. Und zur Soße muss ich sagen, das ist eine super Alternative zur gekauften Sojasahne. Denn erstmal sind weniger Zusatzstoffe drin, da sie auch nur aus zwei Zutaten besteht. Und außerdem ist sie auch sehr viel günstiger als die gekaufte Sojasahne. Mal von dem Verpackungsmüll ganz abgesehen. Also ja, ich habe die schon öfter verwendet und habe damit auch die gerne halt normale Sahnesoße essen, wirklich gut mit überzeugen können. Allerdings merkt man schon, dass es keine echte Sahnesoße ist, denn erstmal schmeckt sie natürlich ganz anders. Außerdem, wie schon gezeigt, diese kleinen Pünktchen, die da drin sind, die verraten das auch so ein bisschen. Und auch wenn sie ein bisschen länger steht, dann setzt sie sich so ein bisschen ab. Das heißt, man muss dann immer wieder ein bisschen durchrühren. Aber ansonsten ist sie wirklich eine super Alternative. Allerdings wird sie richtig schön sämig und ihr könnt es auch noch so ein bisschen steuern, indem ihr halt mehr Nüsse oder weniger Wasser nehmt. Und dann wird die Soße auch noch viel schneller richtig dick werden. Das ist jetzt halt eine recht dünne Variante. Ihr solltet allerdings aufpassen, dass ihr nicht zu viele Nüsse nehmt. Denn es kann auch leicht passieren, dass ihr die Soße dann in die Pfanne gießt und das sofort sehr dick wird. Dann habt ihr sozusagen, ja, eine richtige Pampe. Ja, mal kosten. Ja, die Tofu-Buletten sind so richtig schön weich im Inneren und außen auch schön knusprig. Und es ist auch nicht so gummiartig, was man ja eigentlich von dem Seitan-Pulver so ein bisschen kennt. Wenn man da nicht aufpasst, dann hat man ganz schnell eine richtig zähe Masse. Und der Tofu, der lockert das Ganze so richtig schön auf und macht das auch schön saftig. Und die Soße ist wie gesagt auch richtig schön sämig und schmeckt wunderbar nach Paprika. Mit einem kleinen Stich Knoblauch. Die könnt ihr übrigens für alle möglichen Soßen verwenden. Also wenn ihr zum Beispiel Champignon-Rahmensoße machen wollt. Oder eine einfache Gemüsesoße mit Möhren und Erbsen. Dann ist das genau richtig. Und ja, wie gesagt, es ist viel, viel günstiger als die Sojasahne. Und auch viel ergiebiger. Ihr könnt die Soße übrigens auch vorbereiten. Das macht das Kochen dann auch ein bisschen einfacher. Also zum Beispiel einfach 1 Liter vormixen. In den Kühlschrank stellen. Und immer wenn ihr was verwenden möchtet, einfach kurz vorher einmal durchrühren. Und fertig habt ihr eure Sahne. Ja, vielen Dank an Justin für diesen Zutatenwunsch, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und wenn ihr noch Zutatenwünsche habt, dann schreibt die wie immer in die Kommentare. Die landen dann auch gleich in der Losbox. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ba-da-ba-da-b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 a-
ba-da-ba-da-ba-da.